So, YouTube. Prost, willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Erhebt die Humpen und rettet mit uns den jungen Hans, nachdem wir die Kumanen gerade getötet haben. Erfolgreich. Ich hoffe nicht, dass da noch ein dritter ist. Aber wir suchen, bevor wir ihn natürlich retten, erstmal das Lager. Kann ich das hier aufheben? Naja, du wirst schon losgebunden. Aber vielleicht gibt es hier das ein oder andere. Schlafen und speichern, Schloss knacken. Wir haben einen Dietrich. Oh, shit. Dietrich kaputt, nicht? Ah, der war schon angeschlagen, der Dietrich. Hätte ja klappen können. Und sonst ist hier nichts, nicht mal Geld. Witzig. Mach mich los. Ich find's schon witzig. Will ich ihn eigentlich losbinden? Kann ich hier nicht den Geldsack nehmen? Naja, gut. Dann halt machen wir ihn los. Heinrich! Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Haben wir wirklich gemacht. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Okay, Herr Hans wurde gerettet. Wir haben das Wildschwein nicht erlegt. Es ist Herr Carpon. Hierher, Leute. Duda, hilf ihm. Duda. Und wer rettet uns gerade? Und unsere Wunde? Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein! Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Jawohl. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Natürlich, wir jetzt. Nur wenn wir selber trinken dürfen, nicht wahr? Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot.
Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde den diese Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlitz angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Jawohl. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans' Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. So. Wunderbar. Oh. Sorry. Jagdfieber, möge die Jagd beginnen. Beeilung. Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Shit, ich bin überladen, nicht? Und zwar massiv. Und bin dreckig. Das ist jetzt ungünstig. Ich finde, hiernach hätte man so eine kurze Zeit gebraucht. Hey. Ich hoffe, wenn wir jetzt weggehen, schlägt das nicht fehl. Weil ich muss verkaufen gehen. Ich muss. Anders komme ich nicht über die Runden. Wo ist denn der nächste Händler, den wir gebrauchen könnten? Ich glaube, das ist der Schuster. Ach, scheiße. Der Jäger vielleicht. Der Jäger ist gut. Können wir uns auch neue Pfeile holen. Und dann können wir uns auch hier waschen. Wenigstens so ein bisschen was verkaufen. Der will bestimmt nicht alles haben. Aber wir haben so viel Scheiß bekommen. Warte. Ja, Gott sei Dank auch mit dir. Wir müssen handeln. Mach's gut. Verkaufen. Was wollen wir ihnen denn verkaufen? So, Waffen. Der kumarische Bogen. Der macht 62 Schaden. Okay, auf jeden Fall einen Eschenbogen können wir verkaufen. Nicht, wir haben zwei. Das Sachs. Okay, jetzt gehen wir einfach nach Wert. Unsere Axt hat 30, das Sachs hat 33. Ritterjagdschwert hat was. Gut, aber ein Schwert. Aber dann hebe ich lieber das Schwert auf und die Bartaxt. So, Rüstung. Da haben wir ja die Arbeiterstiefel. Oh, die müssen wir auch bald reparieren. Dunkle Fußwicke mit Sohlen wäre ein guter Ersatz für die. Bürgerliche Schlappen. Kriegen wir sogar 6 für. Finde ich gut. Die Kunika ist kaputt. Die Tunika ist kaputt. Den Wappenrock können wir anziehen. Lederhandschuhe. Oh, da kriegen wir viel bei ihm. Wenn wir jetzt woanders mehr kriegen würden, okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall verkaufen. Die Bunthaube, die würde ich selber lieber anziehen. Oh, die Kettenhaube. Aber die ist auch kaputt. Er hat aber nicht so viel Geld, nicht? Er hat 200. Wir haben schon 113 drin. Bist du besser? Gut, aber wir sollten vielleicht keine Kumarenhaube tragen, nicht? Edler Nackenschutz klingt auf jeden Fall gut. Eine Bunthaube kann noch weg. Rote Beinlinge sind schlechter, die können weg. Kumarischen Reiterbeinlinge können weg. Sind wir erst bei 109. Wir haben ganz viel Nahrung bekommen. Au, das Fleisch. Das Fleisch ist so schwer. Ah, shit. Zerbrochene Pfeile. Ja, die kann er auch haben. Was soll ich damit? Okay, kaufen wir uns ein paar Bögen davon, nicht? Jagdpfeile vielleicht. Die sind nicht so teuer. Ja. Kosten mich wie viel? Ein bisschen was. Okay.
falschen wir mal. Sprechen wir den Preis. Ist gut. Ja, 100 wäre eine glatte Summe, machen wir 95. Aber lieber, ich glaube, der ist pissig darauf schnell. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. So, das Angebot müssten wir jetzt wahrscheinlich annehmen. Ja. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Aber 90 ist okay. Gut, aber die Quest ist noch nicht fehlgeschlagen. Was ich dir bedeute. Warum stellst du mir das heute Abend nicht noch mehr unter Beweis? Du Schlingel. Nicht heute. Meine Base kommt zu Besuch. Dann eben morgen Abend. Sieh zu, dass du ein paar Pasteten hast. Na gut, abgemacht. Komm nach der Arbeit vorbei. Das werde ich. Ich bringe Bier mit. Oh ja, apropos Bier. Der gute Heinrich kann kein Bier trinken. 120 Sattheit. Okay. Ah, Aufgabe fehlgeschlagen. Ja, das dachte ich mir fast. Okay, wir haben also nicht so viel Zeit. Das ist blöd. Das heißt, ja, wir kommen maximal nur das, was uns der Stallbursche erzählt hat. Eigentlich hierher. Also schwingt eure Ärsche in die Sättel. Beeilung. Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Okay, vielleicht reden wir mit ihm und kriegen da mehr Zeit. Hey. Können wir los? Bist du bereit? Noch nicht. Noch nicht. Und warum vergeudest du Zeit? Wir werden nicht ewig warten. Okay, wo ist mein Pferd? Pebbles. Nee, Pebbles ist nicht mein Pferd. Herr Hanusch. Wo ist mein Pferd? Ist auch nicht mein Pferd. Ist auch nicht mein Pferd. Wo ist denn mein Pferd? Okay. Können wir los? Bist du bereit? Noch nicht. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es. Warum vergeudest du Zeit? Ja, ja. Mal gucken, wie lange sie warten. Wir sind hier überladen. Aber wir haben jetzt ihm auf jeden Fall Bericht erstattet, nicht wahr? Na los, verpass mir eine. Ach so, ah ja, stimmt, die Kämpfe, nicht? Die habe ich ganz vergessen. Das ist falsche Richtung. In die Richtung liegt die Stadt. Wenn ich jetzt mein Pferd, ich glaube, ich kriege das Pebbles nämlich. Dann könnte ich viel besser in die Richtung. Und schneller. Ufer schlechtert. Weil wir uns nicht sofort auf den Weg machen. Ah, das ist scheiße. Deswegen mag ich Story-Games so gar nicht, nicht? Ich will mein Ding machen. Und die Story nervt mich in dem Moment einfach. Weil ich gerade ja erstmal was machen möchte, nicht? Und ich werde gezwungen, was zu machen. Nur das, was uns der Stallbursche erzählt hat. Also. Gelobt sei Jesus Christus. Lebewohl. Können wir los? Bist du bereit? Bin ja, ich. Hauptmann. Ich meine, man hat ja gar keine andere Chance. Mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Jawohl, Herr. Wieder besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. So. Das heißt, wenn man nicht als Vollidiot dastehen will, hat man keine Chance, die Quest nicht gerade nicht zu machen, nicht wahr? Ach, jetzt wieder Pferd aufsteigen ist mit X, nicht mit E. Ah. Also das finde ich halt ein bisschen schade einfach. Der Letzte, so, der ankommt, kriegt ganz auf die Rübe. Gerade nach. Also, wir müssen ja wissen, nachdem man die Commander besiegt, ist die Tasche voll. Also, gibt dem Spieler doch Zeit, verkaufen zu gehen. Nein, er muss direkt los mit überladenen Taschen. So, welcher Spieler lootet denn nicht die ganzen Charaktere? Ist, finde ich, vom Questdesign her schlecht, nicht? Verpasst mir schlechte Laune jetzt, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich habe volle Taschen. Negativ. Nicht gut designt auf jeden Fall.
so von der Story her natürlich sehr sinnvoll, aber dann verhindere, dass ich die Kumaren einsammle. Nicht? Oder dass ich das Hasenfleisch dabei habe, die 10 Kilo. Also, die Story ist ja schon so ausgelegt, dass ich überfüllte Taschen habe an der Stelle. Und das Fleisch verrottet ja auch. Also will ich es ja auch eigentlich schnell verkaufen. So, ziemlich nervig. Oh, ich habe die ganze Zeit nur im Kopf, wo kann ich das Zeug verkaufen und konzentriere mich nicht mehr auf die Story. Da geht echt ein bisschen was verloren. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gehen würde, aber... Ich glaube, das ist so von den Typen, die Looter sind. Dann echt ein Problem. Und solchen Spielern muss man halt auch zwischendurch einfach Zeit geben. Ja. Können wir uns wenigstens beeilen, mein Fleisch verrottet. Er scheint es nicht so eilig zu haben. Gibt es einen Fleischer hier am Wegesrand? Oh, werter Herr. Neuhof haben wir erreicht. Ein Vorort von Ratai. Autsch. Aber das kennen wir schon wesentlich schlimmer. Schnellreiseort. Auch wichtig. Aber über Laden können wir nicht schnell reisen. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Um Himmels Willen. Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht.
gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft. Und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lass mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Ja, ist ja gut. Ich will hier aber eigentlich eher weg und nicht in der Nähe bleiben. So, können wir zurückreiten? Sieh dich in der Gegend um. Das ist die Frage, die mich ja eigentlich am meisten interessiert. Wahrscheinlich aber nicht. Wahrscheinlich, wenn ich wegreiten will, wird es Probleme geben. Ach, nicht eh. Aber wir versuchen es mal. Wahrscheinlich schlägt die Quest gleich fehl. Ich muss das Fleisch verkaufen, bevor Nacht wird. Ich glaube, das geht. Okay, super. Das ist jetzt natürlich eine ungünstige Situation. Aber ich habe 8 Tonnen Hasenfleisch im Gepäck. Zum Glück habe ich nicht noch das Rehzeug eingepackt. Stellt euch mal vor, ich hätte die beiden Rehe noch mit dabei. Dann müsste ich erst zum Hehler das Fleisch reinwaschen lassen, um es dann verkaufen zu können. Okay, da ist ein random Person. Wir weichen dem mal aus. Weil es könnten sogar Banditen von solchen Personen angelockt werden, die hier random rumlaufen. Da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Das Gute ist, mit dem Pferd sind wir schnell wieder da. Und zurück. Und Reiten eine neue Stufe erreicht. Also das Fertigkeitensystem mag ich zum Beispiel sehr. Nicht? Wie man levelt, indem man Sachen benutzt. Und dass es auch nicht so unendlich viele Talente gibt, finde ich eigentlich auch ganz gut. Oft gibt es ja einfach so 300 und da kann man sich kaum entscheiden. Oh, hier bin ich schon mal runtergeritten aus Versehen und dann gestorben im Graben. Und man muss aufpassen, dass man niemanden tot reitet. Oh, Engstelle. Du bist mir in den Weg gelaufen. Nicht gut. Fleischer, ich hoffe, du hast noch nicht zu. Krämer, da ist der Fleischer. Nein, hat zu. Oh nein. Oh Mann. Was zur Hölle war das? Wie spät ist denn? 14 Uhr. Mann. Oh, du bist ja Metzger. Warte mal. Kann ich mit dir handeln? Was ist das?
Alles Gute. Nur im Laden geht das nicht. Shit. Mann, warum macht ihr denn so früh? Oh. Wir haben gerade erst aufgemacht. Um 14 Uhr. Was ist mit deinen Kleidern? Gott behüte dich. Stimmt, ich sollte mich vielleicht einmal waschen. Da. So. Oh, das ist aber echt Glück hier gerade. Ich dachte, puh, die haben zu schon. Verkaufen. 57 Hasenfleisch, 19 Hasenfleisch, 51. Das sind 100, nicht? Was wir hier verballert hätten sonst. Trockenobst, Wein, getrocknete Pilze, Dörrfleisch, das ist alles okay. Den Rest wollen sie eh nicht. Das Brot könnte ich verkaufen. So. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Ist gut. Wie wär's mit... 115 ist schon frech. 110. Ist das genug? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Wow. Mit der Summe kann ich leben. Also, nichts erreicht. Ich hätte 2 hochpokern sollen. Aber bei hohen Summen ist es immer ein bisschen schwieriger. Naja, ich kann nicht spurten, ich weiß. Und bei ihm, ne, können wir die anderen Sachen verkaufen. Und dann oben der Dings war gar nicht schlecht, der Jäger, glaube ich, für den Rest. Beste Grüße. Beste Grüße. Oh, Reparatur auch wichtig. Und die Axt müssen wir mal sauber machen. Die ist irgendwie dreckig. Okay, der will nichts haben. Sachs für 8 könnten wir ihm verkaufen. Das wäre schon mal was. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? So, dem geben wir natürlich ein bisschen was. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke. Tausend Dank. Verbessert unseren Ruf. Das ist nur die Ladenwache. Manchmal gibt es einen zweiten Händler. Du bist Milan. Jetzt sind wir zumindest nicht mehr überladen. Das ist schon mal wichtig. Gemüse, wo war der? Was war denn hier? Hier war auch irgendwas. Ah, du warst das, was ich suche. Rüstmeister, Hallöchen. Lass uns handeln. Der nimmt nicht... Der gibt nicht so gute Preise, ne? Na, aber hierfür, nicht für Rüstung. Also die Helme sind besser, die will ich eh nicht haben. Also wir haben den Nackenschutz. Kettenhaube. Der hat 2K, das ist sehr, sehr gut. Hatten wir nicht noch eine edler Nackenschutz? Der ist besser als unserer, ne? Ne, ist genau gleich. Okay, wartet mal. Ja, ja. Wir gucken erstmal ins Inventar. Jagen könnten wir aufwerten. Und was können wir noch aufwerten? Redekunst. Oh, Redekunst ist gut. Aber wir haben noch nicht genug Level. Okay, müssen wir uns auch noch aufheben. Dachte, wir haben da schon Neues. Vitalität, schnell wie der Wind. Oh. Du spurtest 20% schneller, verbrauchst aber 20% mehr Ausdauer. Also schneller sein oder spurtest langsamer, aber weniger Ausdauer. Finde ich beides nicht so gut. Blutung verlierst du nicht so schnell Blut, dickes Blut. Das klingt nicht schlecht. Aber wie oft werden wir bluten? Hoffentlich gar nicht. Dann erstmal ins Inventar. So, Rüstung. Wir wollten gucken, den edlen Nackenschutz. Den ziehen wir an. Der hat keinerlei Vorteil zum Nackenschutz. Okay, aber es ist okay. Die roten Beinlinge, schlecht. Die Dinger? Wir haben was für Lederhandschuhe? Jagdhandschuhe. Die sind
nicht so viel wert wie die Lederhandschuhe, hätten aber weniger Rüstung, aber weniger sichtbar und auffällig dafür. Sogar deutlich. Obwohl, ein Punkt. Jetzt nicht so wichtig. Der Wappenrock macht uns auffälliger. Die Kettenhaube. Die Kettenhaube könnte ich statt des Nackenschutzes nehmen. Dann nehmen wir die. Die ist zwar nicht mehr ganz, aber dann lassen wir sie reparieren. Dann können wir die beiden Nackenschutzdinger verkaufen. Die ist auch mehr wert, nicht? Das ist schon nicht schlecht. So, die gepolsterte Bunthaube. Auf jeden Fall auch wesentlich bessere Werte als die Bunthauben, die gepolsterten. Okay, sind alles gepolsterte, aber die ist besser. Was haben wir noch? Die Schuhe. Haben wir die Arbeitsstiefel. Die bürgerlichen Schlappen sind halt mehr wert, weil sie edler sind. Könnten wir aber aufheben, falls wir mal irgendwo hin müssen. Der Rest, den können wir jetzt verkaufen, würde ich sagen. Oder reparieren lassen. Guck mal, Reparatur. Was kann er denn reparieren? Die Beckenhaube. Die Kettenhaube, das wäre wichtig. Und die anderen Sachen sehen ja noch relativ gut aus. 81 wäre das. Und alles? 90. Okay. Die anderen Sachen kosten kaum was bei der Reparatur, nicht? 10. Aber das kostet richtig viel. 92. Oh, das Eis, was wir haben. Shit, die können wir nicht... Können wir nicht machen. Okay. Gott behüte dich. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir können ja uns ein Reparaturset vielleicht kaufen. Schmiedeset oder so. Ich weiß nicht, ob wir dafür einen Skill brauchten. Hat der nicht. Doch, da, Rüstungsset. Ein großes Reparaturset für Rüstung. Es enthält Hammerzange, Ersatz, Nieten und Draht. Preis 200. Okay, können wir uns auch nicht leisten. Ich frage mich gerade, wir haben 429. Hä? Eben stand da doch nur 100. Okay, dann war es eine andere Anzeige. Aber trotzdem, von 429 würde ich ungern 100 ausgeben. Okay, das Reparaturset selber 83. Aber dann würden wir Reparaturskillen. Tauschen wir das Reparaturset einfach gegen die Sachen, die wir verkaufen, würde ich sagen. Und verkaufen wir bei ihm die Sachen für Rüstung. Und bei den anderen dann die anderen Sachen. Beim Schuster die Schuhe, nicht? Das macht, glaube ich, Sinn. Wir zahlen 8 aktuell. Können wir ihm noch mehr verkaufen? Naja, nicht mehr haben wir nicht. Lass uns über den Preis sprechen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was hin. Zahle. Hä? Achso, 5 Kriege 10. Zahle 5, Kriege 5, Kriege 10. Machen wir Kriege 5. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Wir laufen auf einem Tauschgeschäft hinaus, nicht? Na schön. Und jetzt? Das ist zu wenig. Okay. Da schlage ich zu. Okay, dann kriegt er die Sachen einfach für einen Fünfer. Für einen Heiermann, wie man so schön sagt. Ah, gut, dass die Quest jetzt nicht meckert oder so. Hallo, Herr Schneider. Beste Grüße. Handeln. Wir möchten hier was verkaufen. Und zwar die Bunthauben, die Tunika, die Reiterdinger, das Ding, die Lederhandschuhe. Ja, ich glaube,
Ein Lederhandschuh. Heben wir einen auf? Ich bin da unentschlossen. Komm, verkaufen wir und wenn nicht, holen wir uns bessere. Weiß nicht, ob die Lederhandschuhe, aber ich glaube, beim Jäger haben die nicht mehr gebracht. Jetzt würden wir 105 erhalten. Ja, die anderen Sachen hier alle erstmal nicht relevant, nicht? Ein Schneiderset. Können wir das denn anwenden? Ich hole mal ein kleines Schneiderset. Oh, ich wollte handeln. Er hat aber nur gedrückt. Naja, gut. Dann ist es so, wie es ist. Wäre wahrscheinlich eher auf plus minus nichts rausgelaufen, nicht? Wir haben noch Ohr eines Kumanen. 73. Immerhin sind wir nicht wieder voll. Was ist denn mit der Axt los eigentlich? Aber Questgegenstände, sonstiges Rüstset. Anwenden. Auf die Kettenhaube. Okay, den können wir nicht mit dem Set reparieren. So, shit. Okay, Schneiderset. Die sind zu beschädigt. Können nur unsere beiden Dinge beheben. Ah, schöne Scheiße. Okay, hallo, ich bin wieder da. Möge Gott über dich wachen. Wir gucken mal. 22. Wenn nicht, müssen wir gut würfeln Preis. Wieder. Warum nicht? Der ist ein bisschen, nicht? Der ist nicht Weil ganz du's so. Bist. Das ist zu wenig. Naja, das ist zu wenig. Wie sehr zu wenig? Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. So, 27,5 innerhin. Dann ist zumindest die Haube repariert. Aber, ach komm, wir finden eine neue Kettenhaube. Ich steck da doch jetzt nicht 100 in die Kettenhaube, nicht? Was können wir denn noch verkaufen? Haben wir noch was dabei? Das meiste habe ich ja weggelegt. Wir trinken auf jeden Fall mal ein Bier. Und leveln auf. Sehr gut. Und zum Dings könnten wir noch, zum Schuster. Und zum Jäger, um das Ding zu verkaufen. Ja, das macht Sinn. Im Bogen zumindest. Wichtig war auf jeden Fall, das Fleisch loszuwerden. Los, Pebbles, los! So, Schuster, wo warst du? Irgendwo hier. Bei diesem Isle of Mending. Ja. Genau. Hast du offen? Oh ja, gerade zugemacht. Dann kriegst du die Schuhe nicht. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich wollte mit dir reden. Lass uns handeln. Oh, Glück. Der ist rausgegangen. 7. Ja, gut. Das ist ein kleiner Geizkragen, was? Lass uns über den Preis sprechen. Jetzt geben wir ihm ein bisschen Geld. Selbstverständlich. Oh. Hier. Und etwas für die Mühe. Na sowas. Vielen lieben Dank. Das verbessert nämlich den Ruf und bei dem auf jeden Fall super wichtig. Ah, ich drücke immer E. Nicht C, X. Absteigen. Oh. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt, gelobt. Lass uns bitte handeln. Ich brauche
die Jagdpfeile. Und dafür verkaufe ich dir Bier. Nee, will er nicht haben. Dörrfleisch bauen wir selber. Den kumanischen Bogen wollten wir loswerden. Einen rustikalen Bogen. Und die zerbrochenen Pfeile. Dann würden wir 14 erhalten. Ich glaube, das ist okay. Hier haben wir nichts. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Warum nicht? Darum nicht. Ja, komm. Hier. Und etwas für die Mühe. Danke. 1000 Dank. Immer schön den Ruf verbessern. Ah, Pebbles. X. Ja. Wunderbar. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall besser, nicht? Entleert. Leere Taschen. Nichts Verderbliches dabei. Das ist wichtig gewesen. Es ist halt echt blöd, dass man erst rausreiten muss. Dann muss man reinreiten, um das loszuwerden. Dann muss man wieder hinreiten. Oh, oh, Huhn. Lebensmüdes Huhn auf der A3. Auf der Straße. Das Problem ist, wenn ich das tot trampel, dann gibt das wahrscheinlich schlechten Ruf. Auch wenn es keiner sieht, nicht wahr? Oh, da ist wieder jemand. Nee, mit dir will ich nicht reden. Aua. Pebbles, spring doch. Ach Mann, Pebbles. Ja. Oh, zu spät gesehen. Pebbles, du hängst. Ja. Also an mir ist auf jeden Fall ein Reittalent verloren gegangen. Das kann ich euch sagen. Ja. Und man kann sich auf jeden Fall später bessere Pferde kaufen, die mehr tragen können oder die schneller sind, die mehr Rüstung ertragen, die nicht so schnell scheuen, nicht? Die haben ganz viele Werte. Das ist immer das, was, wenn ich auf... Ja, ja. Die mehr Ausdauer haben. Wobei es natürlich beim Pferdehändler gerade ein bisschen mau aussieht. Zumindest der hier im Neuhof. Okay. Er ist da einfach gegen die Wand gelaufen die ganze Zeit. Habt ihr das auch gesehen? Hm. Ja. Okay. Wir sind zurück. So, die Werte. Kapazität, Geschwindigkeit, Mut, Ausdauer. Hallöchen, jetzt können wir reden. Was ist hier passiert? Wer will mir was erzählen? Warte, warte, warte. Willst du was sagen? Nee. Schloss knacken. Nee, hier dürfen wir nicht. Hier müssen wir nicht. Schloss knacken. Hier könnte man was essen. Ah, das Pferd ansehen. Die hier kann man noch kaufen. Zum Beispiel das hier hätte mehr Geschwindigkeit, mehr Kapazität, mehr Mut und mehr Ausdauer.
Das hier hat nichts mehr davon. Das ist noch ein bisschen besser, was Geschwindigkeit angeht. Das noch mehr Geschwindigkeit. Ah, das hat nicht so viel Mut. Dafür mehr Ausdauer. Okay. Smil, der Besitzer des Gestüts. Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. So, und ich würde sagen, bevor wir weiter aufklären, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.